Hallo ihr Lieben, hier ist Sonja von Jurassic Fruit. Heute gibt es wieder eine neue Frucht, die ich euch präsentieren möchte. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Die Guave. Guaven kommen ursprünglich aus Mexiko, werden heutzutage aber in allen tropischen und subtropischen Ländern angebaut. Sie gehören zu den Myrtengewächsen und ihre Verwandte ist die Feijoa. Die kennt ihr vielleicht schon aus einem meiner anderen Videos. Wenn nicht, dann verlinke ich euch das hier nochmal. Ja, die wachsen an kleinen Sträuchern, an Sträuchern oder kleinen Bäumen. Und von der Schale her sind sie grün-gelblich. Und innen können sie entweder weiß-gelb oder rot sein. Guaven kann man einfach jetzt so mit Haut und Haaren verzehren wie einen Apfel. Und zwar kann man sie verzehren, wenn sie auf Fingerdruck leicht nachgeben. Ihr drückt die Frucht hier so ein bisschen ein. Genau, und wenn sie sich andrücken lässt, dann könnt ihr sie auch schon verzehren. Also, entweder den Apfel reinbeißen oder aber wir machen es ein bisschen zivilisierter und schneiden die sie jetzt gleich mal an. Wenn die Guave reif ist übrigens, dann strömt sie so ein herrliches Aroma aus, das dann auch schnell eure Wohnung oder euer Haus parfümieren wird. Genau, jetzt geht's los. Wir schneiden sie einfach einmal in der Mitte durch. So, und so sieht sie dann innen aus. Ganz cremig-sahnig, das erinnert also an die Chirimoya. Und sie hat kleine Kernchen, die können auf jeden Fall mitgegessen werden. Genau. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr löffelt sie jetzt so aus wie eine Kiwi. Oder aber wir schneiden jetzt einfach mal weiter. Wir vierteln sie. Ganz einfach. Ja, und dann kann sie auch schon verzehrt werden. Super cremiges, leckeres Fruchtfleisch. Und sie erinnert, ja, von der Konsistenz würde ich euch jetzt mal sagen, erinnert sie an eine Birne. Die rote kann manchmal noch etwas süßer sein und hat sowas von der Erdbeere. Und wie ich euch ja schon angekündigt hatte, ist die Guave eine wahre Vitamin-C-Bombe. Also jetzt genau das Richtige für die kalten Wintertage, wo der Körper ja viel Vitamin C braucht. Und zwar solltet ihr immer warten bei allen Früchten, auch bis sie wirklich reif sind. Dann enthalten sie nämlich am meisten Vitamine. Die Guave kann bis zu 900 Milligramm pro 100 Gramm Vitamin C enthalten. Das ist viermal mehr als die Kiwi und entspricht neunmal dem täglichen Bedarf. Also ihr seht schon, die strotzt nur so von Vitamin C. Und deswegen wird ja auch nachgesagt, dass man lieber Guaven als Tabletten im Winter verschreiben sollte. Für alle unter euch, die auf eure Linie achten möchtet, und zwar die Guave enthält viel Pektin. Das Pektin macht im Magen aus, dass es aufquillt und so habt ihr ein Sättigkeitsgefühl. Also es ist eine natürliche Appetitbremse. Das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch. Gebt mir doch einfach mal Kommentare, was ihr so davon haltet und ob ihr noch andere Früchte in Videos sehen möchtet. Würde mich total freuen. Ich sag euch bis bald, abonniert unseren Channel und tschüss, bis im nächsten Video.